So, dann herzlich willkommen zur Spätausgabe des JFD Live Trading TV Formats. Hier zunächst der Risikohinweis, dann geht es auch schon los. Im DAX ging es heute relativ heftig hin und her. Kann ich mal hier die Indikation auf den DAX aufmachen, aber nicht der 24-Stunden-Handel, sondern der von 8 Uhr bis 22 Uhr, also der F-DAX, sich eher nachbildet. Dann gab es hier einen Bruch der Abwärtstrendlinie und auch wurde hier das Widerstandsband deutlich überschritten. Dann gab es nur kurz ein Update, das soll jetzt halt halten, wurde aber nicht. Und dann gab es hier mal einen recht schnellen Ausverkauf, der eben hier in der Indikation ein Tief hatte bis auf 10.388. Auf Xetra wurde das Tief nicht mitgemacht, weil es halt wirklich innerhalb von einer Minute stattfand. Wenn man das jetzt hier mit diesem Bild vergleicht, wäre eben genau das hier der Tiefskurs auf Xetra die Unterkante gewesen. Von dort aus sollte es ja dann ansteigen. Also dieses Level, wie auch wenn man andere Analysen liest, ist natürlich ein sehr bekanntes, weltbekanntes Level. Da schaut jeder danach und deswegen könnte es jetzt hier fast schon eben gewesen sein mit dieser Kerze. Aber was man natürlich nicht vergessen darf, habe ich den S&P 500 Index hier. Nee, habe ich nicht gerade. Also die US-Märkte sind noch relativ stabil, da dürfte es eher mal auch mal kurzkräftig runtergehen. Aber der DAX, denke ich mal, der wird hier wirklich sehr gut unterstützt sein und hier werden sehr viele Kaufaufträge noch liegen. Zum Hang Seng, da gibt es jetzt definitiv, hier war ja schon ein Pfeile nach unten gerichtet, die sind dann eben nicht eingetreten, aber es wurde ja auch kein Short Limit, das war jetzt hier nur das Verkaufslimit von dem, also ein richtiges Verkaufslimit, kein Short Limit. Des Weiteren gibt es jetzt hier keine neuen Positionen. Beim Dings waren hier nochmal Teilverkäufe möglich. Wer eben hier jetzt noch investiert ist, sollte jetzt das Tief auf 16.450 legen. Und schauen, ob es jetzt hier nach oben geht oder eben doch nochmal ein Tief, dann kann man einen Neueinstieg finden. Das wäre jetzt hier zu den beiden Indizes, da wird es aber höchst wahrscheinlich vor meinem Urlaub jetzt kein größeres Update mehr geben. Zum Kupfer, das hat hier jetzt nochmal deutlich nachgegeben, liegt aber noch in der Zone drin, wo es Chancen hat, eben hier die Aufwärtsbewegung noch zu machen. Allerdings sind heute sehr viele, auch die Edelmetalle, unter Druck. Deswegen darf man das jetzt hier noch nicht so so kleinkariert sehen. Welche Analysen gab es hier noch? Hier der S-DAX ist heute eher stark gewesen, im Gegensatz zum MDAX, hier wurde dann zack die 22.000 eben wegen 50 Punkten nicht erwischt und das Korrekturziel exakt die Linie getroffen. Muss man jetzt sehen, ob sich hier eben nach oben wieder bewegen kann. Also da ist erstmal es zu Ende gegangen. Hier das Pfund australische Dollar sieht auch gut aus. Alles dürfte ein Gewinn sein. Der Stopp jetzt würde jetzt hier hochgezogen. Das Kursziel ist noch aufrecht. Kann man aufrecht erhalten. Allerdings muss sich das eben über der 1,71 Marke halten. Was direkt auch angesprungen ist, australische Dollar, kanadische Dollar, wie man hier sieht, gab es hier die Buy-Marke. Erste Kursziel oder erste Zwischenziel jedenfalls erwischt. Es fehlt hier halt noch ein bisschen. Stopp kann man aber noch nicht nachziehen.
aber wie gesagt, direkt vom Start weg ins Plus gelaufen. Mal auch was Erfreuliches wieder. So, was darf es denn sonst noch sein? Gold hat sich hier wieder im Tagesverlauf erholt. Hier ist ja das S&P 500 Index Setup, das habe ich vorher nicht gesehen. Also hier bleibt Seitwärtsbewegung auf 4-Stunden-Basis oder höchstwahrscheinlich auf Stundenbasis ist eigentlich ja wildes Hin und Her. Da bleibt man mehr oder weniger besser fern. Silber hat im Tief fast die Marke getroffen. Wenn eben Gold auch nochmal fallen sollte, dann dürfte es hier weiter runter gehen. Allerdings eben hier auf Wochenschlussbasis sollte diese Marke aber halten. Schauen wir noch an, was die Newmont Mining Aktie macht. Hält sie hier oben noch? Ist hier jetzt noch kein neues Tief? Ist bei 43,06 gedreht und aktuell steht es 43,20. Enge Kiste. Wer das wirklich handelt, ja, den Stopp vielleicht nicht mehr da hoch, sondern darf auch hier weiter tiefer setzen. Wie gesagt, das wäre mir hier einfach, weil der Markt zu stark ist, zu gefährlich. Eher Einstiege weiter unten suchen und dann auf die Hauptrichtung handeln. Das war's. Danke fürs Zuhören. Bis morgen.